Gleichzeitig mit dem Erscheinen der Mandanten bei mir Mitte Oktober 82 bekam ich übergeben zur Unterstützung meiner Arbeit Material, das offensichtlich über bestimmte Journalisten in Hamburg aus Ost-Berlin kam und woraus hervorging, dass es sowohl Verfassungsschutzmitarbeiter wie auch Stasi-Mitarbeiter geben musste, die sehr früh von dem Attentat, möglicherweise sogar vor dem Attentat, Bescheid wussten und die ihre Leute im Apparat gehabt haben, sowohl Mitarbeiter des Landeskriminalamtes oder des Verfassungsschutzes, die auch für die Stasi gearbeitet haben, aber auch Personen von außen, die Zugang hatten. Unter diesen Unterlagen, die ich damals bekam, waren beispielsweise Protokolle des geheimen Einsatztagebuches der Sonderkommission Theresienwiese, die sofort gebildet wurde. Es waren handschriftliche Notizen in Kopie des obersten bayerischen Verfassungsschützers Langemann, wo der Waschzettel für die Presse herstellte, um Strauß oder Tandler zu briefen, was sie sagen könnten und was sie nicht sagen könnten. Das waren ungefähr 30 Seiten, die man nur haben konnte oder zu denen man nur Zugang haben konnte, wenn man Leute direkt im Apparat gehabt hat. Und in diesem frühen Stadium wurde mir das schon mit übergeben, sozusagen zur Unterstützung meiner Arbeit. Mein Ziel war es natürlich, im Interesse der Mandanten oder der Hinterbliebenen, Licht in das Dunkel in diese Angelegenheit zu bringen, weil es gab von Anfang an erhebliche Zweifel an der Behauptung sowohl der Bayern hier im Abschlussbericht wie der Generalbundesanwaltschaft, dass Gundolf Köhler als Einzeltäter mit einer persönlichen, individuellen Motivation diese Tat begangen hat oder haben soll. Das war die Ausgangsposition damals. Nach dem bayerischen Abschlussbericht soll eben Gundolf Köhler, der Geologiestudent war und zum Beispiel ganz geringe Chemiekenntnisse nur hatte, die Bombe selber gebaut haben, die ein ausgesprochen kompliziertes Zündwerk hatte, die einzelnen Materialien soll er sich selber besorgt haben und er sollte diese Bombe im Keller seines Elternhauses zusammengesetzt haben, sozusagen auf Halde hingelegt haben, um dann angesichts eines bestimmten Ereignisses oder eines Tatentschlusses diese Bombe einzusetzen. Und in den Ermittlungsakten steht eben als persönliche Motivation drin, Gundolf Köhler hätte am Tattag, am 26., einen negativen Bescheid von der Universität Tübingen bekommen, dass er die Zwischenprüfung im Geologiestudium nicht bestanden habe. Dieses Schreiben soll den Tatentschluss, nach München zu fahren am gleichen Tag und dort die Bombe zu legen, er alleine, zum Ausbruch gebracht haben. Das ist also dermaßen hanebüchen und so eine Vergewaltigung von Intelligenz, wenn man ungefähr weiß, wie solche terroristischen Täter oder Taten zustande kommen, dass man das natürlich nicht geglaubt hat oder ich jedenfalls auch nicht und die Mandanten auch nicht. Zusätzlich zu der Frage, dass Gundolf Köhler natürlich dieses ganze Wissen, die technischen Fertigkeiten und sowas nicht gehabt hat, um die Bombe zu bauen. Und wenn er es gewesen wäre, hätte man natürlich, nachdem das Haus dann hinterher auf den Kopf gestellt wurde und untersucht wurde nach der Tat, hätte man irgendwelche Spuren, die auf seine Täterschaft, auf das Bombenbauen und so weiter, die technischen Fertigkeiten und Möglichkeiten hingewiesen hätten, finden müssen. Das war es aber nicht. Also beides, das Verobjektivierbare, die Schwierigkeit, eine so komplizierte Bombe zu bauen und das persönliche Motiv und der Tatentschluss. Das passt alles nicht zusammen. Außerdem gibt es auch diverse sozialpsychologische und sonstige Untersuchungen, dass solche terroristischen Taten eigentlich nie von Einzeltätern oder Personen geplant oder durchgeführt werden, sondern man braucht eine starke psychische Konsistenz. Das geschieht immer aus einer Gruppe heraus oder aus mehreren Tätern heraus. Und diese Zweifel wurden dann durch die Lektüre der Unterlagen und der Akten noch bestärkt und auch durch eigene Recherchen, die ich in Zusammenarbeit mit anderen durchgeführt habe. Also dass beispielsweise Gundolf Köhler kurz vor der Tat
gesehen wurde in einem Auto mit 4 weiteren Personen, dann am Oktoberfest mit 2 weiteren Personen kurz vor der Bombe, die sich gestritten haben, wo also eigentlich klar ist, dass er das nicht alleine gemacht haben kann, weil das Fahrzeug, mit dem er unstreitig nach München gefahren ist, der Wagen seines Vaters, das wurde am gleichen Abend in der Nähe des Oktoberfestes mit 4 Insassen, wobei einer vermutlich Köhler ist, der so eine Plastiktüte, die dann die spätere Bombe gewesen sein kann, auf dem Knien hatte, ganz eindeutig identifiziert und gesehen. Und es gibt keinen Grund zu sagen, der Gundolf Köhler hat sozusagen ein paar Anhalter mitgenommen und hatte dann mit denen nichts zu tun, sondern das waren Personen, die die Angelegenheit mit ihm geplant hatten oder durchführen sollten. Das korreliert auch mit einer anderen Aussage, dass ein sehr ernstzunehmender Zeuge gesagt hat, kurz vor dem Attentat hat der Gundolf Köhler mit dieser Plastiktüte und noch einer weiteren Tüte mit 2 anderen gestikulieren und diskutieren gesehen. Nicht andere Oktoberfestbesucher, sondern Leute, die sich kannten. Das war kurz bevor die Bombe hochging. Diese Personen sind leider nicht gefunden worden und der Zeuge, der diese Person gesehen hat, ist relativ kurze Zeit später auf mysteriöse Weise umgekommen.